Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 9. Juni 2018. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Zwillingsgeborenen ein Aufstieg. Es geht alles voran. Nicht nur das bedeutet für die Zwillingsgeborenen, sondern auch die Suche nach Wahrheit. Sie brauchen Klarheit und Orientierung. Was noch die Zwillingsgeborenen brauchen, sehen und gesehen werden. Und tatsächlich werden die Zwillingsgeborenen gerade wahrgenommen. Die Zwillingsgeborenen sollen auf den Gesprächen achten. Es sind viele Kontakte, was die Zwillingsgeborenen unterstützt. Und sie sollen diese Verbindungen pflegen. Aber sie sollen überprüfen und in Wahrheit bleiben. Und da brauchen die Zwillingsgeborenen die Klarheit, die Orientierung, welche Einflüsse kommen von außen, welche Informationen, weil es kann passieren, dass diese Kontakte verunsichert eher die Zwillingsgeborenen und dann ist es besser schweigen oder die Kontakt abbrechen. Auch bei Verträgen drauf achten, wie ist das alles formuliert. Man braucht die Klarheit und die Zwillingsgeborenen sollen das genau überprüfen, nicht dass später das zu Missverständnissen führt. Die Zwillingsgeborenen haben auch die Lebenskraft, auch die Mut, etwas Neues zum Starten und sie haben gerade eine gute Heilenergie. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft und da haben die Krebsgeborenen Glück. Sie können damit rechnen, dass ein männlichen Person nähert, das muss nicht die Liebe bedeuten, es kann auch Nachbarschaft, ein Nachbar oder ein Kollege oder von der Verwandtschaft ein männlichen Person oder ein guter Bekannter, aber man kann nicht einschätzen, was dieser Mann genau möchte und da ist auch wichtig die Kommunikation, aber das mit Leichtigkeit, mit Humor. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmische Themen. Das heißt, alte karmische Erinnerungen kommen hoch. Viele Löwengeborenen suchen auch ihren wahren Berufung oder kommen karmische Verbindungen in die Liebe, Partnerschaft und es nähert sich auch etwas, wo alles jetzt in Bewegung kommt in die nächste Zeit, in die Liebe, Partnerschaft. Die Gespräche sind auch sehr wichtig, weil die Löwengeborenen brauchen auch die Klarheit und die Orientierung und da kommt auch ein gewisser Wind und Leichtigkeit und es geht auch mit Leichtigkeit voran. Sie können vieles klären zurzeit oder ist eine gute Nachricht zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben Glück in die Liebe Partnerschaft. Nicht nur in die Liebe Partnerschaft haben Glück, sondern auch in wohnlichen Situationen. Etwas verschönern zu Hause oder ein Umzug oder ein Rückzug und die Zuhause, die familiäre Verbindungen pflegen und das auch genießen. Wo die Jungfraugeborenen Einschränkungen haben, das sind die Gespräche und die Verträge. Entweder sind es Missverständnisse oder hört niemand genau zu oder haben die anderen eine andere Meinung und das führt sogar zu Streitigkeiten, kann auch passieren, dass die Jungfraugeborenen warten auf eine Nachricht, warten auf einen Vertrag oder warten auf einen Termin und es kommt nur mit Verspätung. Es kann auch eine Einschränkung bedeuten. Es ist schwierig, momentan für die Jungfraugeborenen vernünftige, klärende Gespräche zu führen. Ein bisschen geduldig sollen sie sein und dann verbessert sich alles. Und zurzeit keinen Vertrag unterschreiben, besonders wenn es um Finanzen geht.
Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben Leichtigkeit, was die Gespräche betrifft. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten oder ein Vertrag. Auch gute Veränderungen, Lebenskraft, auch Mut, etwas Neues zum Starten. Alles ist wunderbar. Wo sie Einschränkungen haben, das ist die Liebe, Partnerschaft, aber dann nähert sich auch das Glück. Auch in diesem Bereich. Die Wagengeborenen haben tolle Ideen und das können sie auch umsetzen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben das Gefühl, dass im Arbeitsplatz etwas ungerecht läuft. Und es ist schwierig, da um die Gerechtigkeit sich einzusetzen, weil das kostet alles sehr viel Kraft. Und die Skorpiongeborenen fühlen sich zurzeit kraftlos und müde. Ein bisschen Geduld noch, bis sich das verbessert. Sie fühlen sich gerade wie eingeschränkt im Arbeitsplatz und viele Skorpiongeborenen kommen zur Idee, beruflich sich zu verbessern. Wo die Skorpiongeborenen Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft, aber sie sollen daran nicht zweifeln, sondern die Kontakte pflegen. Oder nicht nur warten, sondern auch Interesse, Gefühle zeigen, so kommt das alles in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist auch sehr wichtig, die Liebe, Partnerschaft, aber auch die berufliche Situation. Und da klärt sich etwas auf. Aber nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt und bequem zu sein, sondern es ist wichtig, entgegenkommen oder nachfragen oder die Kontakt suchen oder die Verbindungen suchen, weil so kommen die Schützengeborenen im inneren Gleichgewicht in Harmonie. Die Schützengeborenen haben tolle Ideen und auch Kraft und Mut, etwas Neues zum Starten. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen räumen gerade auf. Sie schließen die Vergangenheit ab. Vieles lassen die Steinbockgeborenen los. Einige Steinbockgeborenen sind gerade bei Trennung oder bei Trennungsgedanken, also wird richtig aufgeräumt. Und sie leben endlich mal ihren Träume. Natürlich braucht man dazu Mut, etwas Neues zum Starten, aber genau daran liegt auch die Lernaufgabe, auf dem Herz zu hören, all das, was die Steinbockgeborenen begeistert und es auch wagen und auch mutig zu sein, mal die Vergangenheit abschließen, kündigen, von etwas trennen. Und das ist keine Aufopferung, sondern das ist die notwendigen Schritte, dass eine Verbesserung kommt für die Zukunft. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben Kraft und Mut, ihren Ideen umsetzen im Tat und da haben sie Erfolg im beruflichen Situation und gute Nachricht ist zum Erwarten oder ein ganz guter Vertrag oder Terminen. Beruflich geht's alles voran. Was die Liebe Partnerschaft betrifft, da fühlen sich die Wassermanngeborenen unsicher, obwohl hier gibt's auch karmische Themen und natürlich kann auch um karmische Begegnungen, Partnerschaft auch handeln, weil hier bewegt sich gerade die absteigende Mondknoten und das zeigt alte Karma an und kommen die alten karmischen Erinnerungen gerade bei die Wassermanngeborenen. Aber das ist auch ein Prozess, auch ein Heilprozess gerade, etwas zu bereinigen, etwas in Ordnung bringen und Klarheit zu bekommen in allen Ebenen, auch beruflich und auch in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben tolle Intuitionen, was sie auch vertrauen können und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein Heilprozess. Bei vielen Wiedergeborenen Heilung ist ein Thema, nicht nur, weil eine Heilung kommt gerade, sondern weil das die Berufung ist, nicht bei alle einzelnen Wiedergeborenen trifft das zu, aber viele haben diese Gedanken, in diesem beruflichen Weg zu gehen oder etwas verändern beruflich, weil daran liegt die Berufung. Kleinere Veränderungen sind möglich und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten.
was die Liebe, Partnerschaft betrifft, ein bisschen Geduld noch. Aber Kraft und Mut haben gerade die Wiedergeborenen beruflich etwas verbessert. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind Veränderungen da, nicht nur heute, sondern auch in die nächste Zeit. Trotzdem fühlen sich die Stiergeborenen wie beengt, eingesperrt. Vielleicht fehlt die Kraft und die Mut dazu, das anzunehmen und etwas Neues wagen. Macht nichts, es tut gut für die Stiergeborenen, ausruhen und tut gut, auch die Ruhe bewahren und auch dieser Rückzug. Und das war mein Tageshoroskop, was noch wichtig ist. 21. Juni ist Sommersonnenwende. Und in diesem Tag möchte ich, dass die Sonne scheint, dass es eine Wende kommt und mache ich ein Wunscherfüllungsritual. Sie können gerne Ihren Wünsche äußern, per E-Mail schreiben, nehme ich das alles auf. Ich werde alle einzelnen E-Mails beantworten und genau beschreiben, wann dieser Ritual beginnt, damit wir energetisch in Verbindung stehen und dass wir miteinander vernetzt sind bei diesem großen Sommersonnenwende-Ritual. Alles ist kostenlos und es sind auch keine Verpflichtungen dabei, sondern wichtig ist, Gedanken machen, welche Wünsche, Träume haben Sie und das mitteilen und ich beantworte und natürlich gebe ich Auskunft, wie das alles verläuft und ich betone nochmal, alles ist kostenlos. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Bitte dazu schreiben, Wunscherfüllungsritual oder Sommersonnenwende, dann weiß ich Bescheid. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.